Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Nachdem wir ja in der letzten Folge mehrere Sachen erfolgreich erledigt haben, gucke ich mir jetzt doch mal unser Log an. Also in den priorisierten Operationen haben wir die Jagd auf den Archon. Und genau, wir haben uns jetzt diesen Transponder ja geholt und müssen den mit Gil im Maschinenraum wahrscheinlich genauer anschauen. Oh, ich muss meine E-Mails lesen. Okay. Ja, Avitus Rix. Das wäre ja cool. Ich würde furchtbar gerne mich auf die Suche nach der Turianischen Arche machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gott, wir haben ganz viele neue Sachen rausgefunden. Auch hier müssen wir ganz viel tun. Ich würde sagen, ja. Gut, das, ne, dauert jetzt. Mit Jawl müssen wir die. Aha, okay. Ach du Schande. Ja, okay, das ist ja allgemein die verschollenen Archen. Ja. Gut. Kadara für den Außenposten prüfen brauchen wir, glaube ich, noch nicht machen, denn ich glaube, noch ist die Lebensfähigkeit noch nicht hoch genug. Ich muss mal überlegen, wie es das heißt. Lebensfähigkeit war es. Okay, auf Kadara haben wir ja auch noch etliche Dinge, die wir tun müssen. Ja, mit Race zusammenarbeiten, Dr. Nakamoto helfen, das haben wir ja auch, ne? Führung der Verbanden zu Problemen auf Kadara befragen, das müssen wir auch noch machen. Oh Gott. Der Baritrausch. Ah, das haben wir noch nicht gemacht. Okay, aber wir waren auch. Nee, nicht zurück zum Desktop, bloß nicht. Ich rufe nochmal die Karte auf. Und ich hatte ja hier am Ende der letzten Folge festgestellt, dass ich hier oben noch. Hier. Das mit der Scanner-Anomalie habe. Und das würde ich eigentlich auch ganz gern noch machen. Und danach ist tatsächlich, würde ich mich tatsächlich gerne hier mal zurückbegeben. Ich glaube, wir haben bis auf. Genau, da unten muss ich noch einen Aufklärungsposten. Ja, ist wahrscheinlich dann auch noch mal. Also ich kann mir vorstellen, dass hier dann auch noch irgendwas auf uns wartet. Und dann ist die Lebensfähigkeit vielleicht auch was höher. Jede Sache, die wir hier erledigen, sorgt ja auch dafür. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wir sind hier unten. Vielleicht wäre das eine gute Idee, zu dem Aufklärungsposten zu reisen. Ich muss mal gucken. Vielleicht ist es auch eine doofe Idee. Manchmal bin ich nicht so ganz sicher. Die Karte ist gelegentlich nicht ganz einfach zu lesen. Okay, was jetzt? Vielleicht hat Reyes eine weitere Aufgabe für Sie. Was? Ah, genau, ich könnte mal gerade gucken, ob ich irgendwas. Ich hatte ja so viele Sachen gekriegt, ne? Rüstung und. Aber ich glaube, besser als die Pathfinder 3 ist jetzt im Augenblick wahrscheinlich nichts. Aber hier könnte ich mal gucken. Ich habe Brandmunition. Ich möchte so gerne das hier machen. Da muss ich unbedingt die Kryokapsel freischalten, damit ich das hier beides bekomme, damit ich mehr Verbrauchsobjekte mitnehmen kann. Das ist so ein bisschen blöd sonst. Ich überlege tatsächlich mal wieder auf jemand anderen als Vetra. Also Jawl wollte ich dabei behalten. Eigentlich. Aber ich überlege, ob ich Vetra gegen jemand anderen. Und zwar. Vielleicht nochmal Drag mitnehmen. Oder Cora. Cora und Jawl zusammen sind, glaube ich, auch ein interessantes Team, weil sie mit ihren biotischen Fähigkeiten. Ja. Ja, ich nehme Cora. Bestätigen. Da muss ich jetzt garantiert erstmal Cora leveln. Wir haben ja auch noch, oh Gott, ja, wir sind ja gelevelt, wir haben ja auch noch Punkte. Eieiei. Vielleicht sollte ich das mal eben schnell machen. Das habe ich jetzt länger mir nicht angeguckt. Überlastung. Überlastung wäre gut, die benutze ich öfter. Was haben wir denn jetzt hier im Augenblick? Okay. Aufladetempo, was tut das? Springt über. Gegen Schilde. Gesamtschaden. Vielleicht nehme ich dann hier mal eher das Aufladetempo. Und
springt auf ein weiteres Ziel über, wenn aufgeladen. Finde ich auch ganz cool. Damit hat man so eine Art Kettenblitz, ne? Es ist dann, weil, ne, dann hat man, trifft man ein und dann. Oder halt gegen Schilde, was natürlich super wäre bei Gegnern, die Schilde haben. Und da haben wir ja einige immer. Ich glaube, ich nehme das. Und dann können wir hier. Gegen synthetische. Ah, warten wir nochmal. Ich nehme mal. Was habe ich denn hier? Werfen, genau. Das ist ja gar nicht Tick. Ja, 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 bestätigen. Ja. Machen wir nochmal Tech. Dann gucken wir mal, werfen. Ach so, mir fehlt nur noch der letzte Rang. Das ist ja gut. Dann. Das kann ich nicht, weil ich nur 5 Punkte habe. Ja, okay. Gut, sag das doch gleich. Was macht denn die Barriere? Schildleistung. Schild und. Oh. Oh, mehr Schild. Nein, hier, das nehme ich. Ja. Nein! Abbrechen. So. Bestätigen. Und dann haben wir noch einen Punkt, aber den bewahre ich mal auf. So, Cora. Ah, die hat aber ja nicht so viel, was ich noch machen muss. Ich könnte hier. Na, hier kann ich nicht weiter. Das ist ja wegen ihrer persönlichen Quest noch nicht fertig. Nova. Schaden und Stärke. Also hier ist immer ein Teil so ein bisschen wie auf Level 4. Deswegen, ne? Man könnte das natürlich potenzieren damit. Oder man könnte den Radius. Aber ich glaube, ich mache mal hier mehr Schaden und mehr Stärke da rein. Okay, und haben wir noch irgendwas, wo wir nur 3 Punkte brauchen? Ich glaube nicht, ne? Nein. Dann bewahren wir die 3 Punkte auf. Sehr schön. Okay. Ja, auch mal wieder Cora mitnehmen. Also, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht immer nur Vetra und Jawl mitnehme. Ich mag die beiden einfach total gern. Vor allem auch ihre Gespräche mag ich sehr gerne. Aber ja, das ist ja nicht Sinn der Sache, ne? Also, man hat ja ein Team, das sich aus verschiedenen Leuten zusammensetzt, eben weil das eine gute Sache ist, das im Team alles zu erledigen. Ich glaube, ich muss hier hoch. Und ich habe das Gefühl, hier oben ist ein Behälter. Ja, das lohnt sich schon. Hier sind schon echt nette Sachen dann bei, ne? Zumindest zum Zerlegen lohnen sie sich. Alles nehmen. So. Ja, ja. Alles gut. Okay. Irgendwann muss ich auch nochmal handwerken, dann. Ich muss unbedingt auch demnächst mal aufs Schiff zurück und dann auch wirklich zur Nexus. So, jetzt gucke ich mal gerade, wo sind wir denn? Da möchte ich gerne hin. Hier. Das aktivieren wir jetzt gerade mal. Das heißt, rein theoretisch, wenn man hier runter kann. Ich würde gerne unsere Kampfstrategien abstimmen, Jawl. Welche Taktiken setzen Sie ein? Ich schalte den Gegner aus, bevor er mich sieht. Brauche ich noch mehr? Nein, das genügt vollkommen. Ja, Cora ist ja sehr, denkt ja sehr taktisch auch und auch sehr nüchtern in Philipp. Werfen Sie mal einen Blick darauf nach Kedera Port. Die Exilanten halten sich anscheinend für den König des Berges. Sie ist sehr zynisch. Beginn des Berges. Ja. Sie sind in ausgezeichneter körperlicher Verfassung. Hallo? Besser als alle anderen im Team. Ey, der macht alle Frauen an hier. Der gräbt jede nicht, an. Dass Sie darauf achten. Der Verstand macht, was er will. Ja, ja, Jawl, der Verstand ist schon klar. Ist schon klar, so würde ich das auch nennen an deiner Stelle. Ob ich hier durchkomme? Ja doch, da ist eine Straße. Yay! Ich glaube, das war's. Was auch immer uns gerade verfolgt hat, ja, das war's. Ist das hübsch hier. Oh, wir haben einen neuen Ort entdeckt. Ja gut, dann sind wir auf dem richtigen Weg, denn das hatte ich ja dieser noch nicht. Dieser da sieht besser aus als die anderen, die wir gesehen haben.
Tatsächlich? Da gibt es bestimmt Vorräte. Aha, da vorne brennt's. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oder brennt das hier gar nicht? Sie sind alle tot. Wie ist das geschehen? Ich sehe keine Anzeichen für einen Angriff. Ein Scan der Leichen könnte uns Hinweise geben. Okay. Ja, das Wasser hier ist nicht gesund, ne? Okay. Scannen. Schwarzer Magen und Geschwürbildung. Mm. Das passt zu einer Vergiftung mit Schwefelsäure. Wahrscheinlich durch das Trinken von Kette. Yeah. Eine Filteranlage. Wenn Sie sowas hatten, warum haben Sie dann giftiges Wasser getrunken? Jemand hat den Filter manipuliert. Die Angare haben gerade so viel Schwefelsäure aufgenommen, dass es erst über einen längeren Zeitraum tödlich ist. Aber nicht genug, um es gleich zu merken. Wer macht sowas? Wir sollten uns noch weiter umsehen. Vielleicht finden wir heraus, wer dafür verantwortlich ist. Ja. Okay, das Datenpad. Okay, neuer Eintrag. Alles tut weh. Ich habe mich so viel übergeben, dass ich das Gefühl habe, mein Magen hat sich umgedreht. Sogar Skylar, der Stärkste unter uns, sieht aus wie der Tod persönlich. Persönliche Lok von Voltier. Ja. Aber ich frage mich dann immer, dass man muss doch eigentlich merken, dass das ungesund ist. Also, ich frage mich, merkt man das so spät tatsächlich erst, dass es ungesund ist? Ich weiß das nicht. Ich kenne mich mit Schwefelsäure in Wasser ehrlich gesagt nicht aus. Ich weiß nicht, wie schnell man bemerken würde, dass man da quasi durch vergiftet wird. Stelle ich mir auf jeden Fall sehr unangenehm vor, so zu sterben. Sowieso manchmal in diesen Spielen, woran die Leute da sterben, da denke ich dann so, nicht schön, wirklich nicht schön. Sowieso schon nicht schön, aber dann noch unschöner, so meine ich das. Ja, ein integrierter Knoten, hier sind noch mehr Leichen und noch mehr Datenpads, okay. Persönliches Log, Carina. Neuer Eintrag. Die Aliens kommen jetzt täglich, hungrig, schmutzig, wie sie uns ansehen. Ich habe Skylar angefleht, Gnade zu zeigen und ihnen die Nahrung kostenlos zu geben. Aber er hat nicht auf mich gehört. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Ende des Logs. Oh. Hat da jemand sich gerecht? Land für alle. Ja, okay. Sloan Kelly. Hier ist auch... Weiß ich nicht. Die geht auch über Leichen. Wenn es nötig ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht jetzt das Wasser noch scannen. Oder den Filter vielleicht nochmal scannen müssen. Ich weiß es nicht. Oder hier drüben noch was. Ja, der Nomad. Och Gott, das ist echt scheiße. Das. Nee. Na gut, haben wir Uran gefunden. Auch nett. Jetzt gehen wir mal hier rein. Gucken. Scanner an. Okay, ja. Noch ein toter Organ. Ja. Immer Organversagen durch Schwefel. So. Oh Gott, so viele. Das finde ich jetzt echt scheiße. Verschlüsselt. Sam, kannst du da was machen? Ja, Moment bitte. Dieses Log gehörte Skylar Yefir, einem Angara, der hier lebte. Okay, fangen wir doch mit dem ersten Log an. Spiel das erste Log ab, Sam. Es tauchen immer mehr Aliens auf. Sie sind verzweifelt und schmutzig und bezahlen alles für ein Stück Adi und sauberes Wasser. Ich dachte nach der Invasion der Cat, alles wäre verloren. Aber vielleicht wendet sich jetzt das Blatt. Okay. Hören wir uns das zweite Log an. Ich habe heute einen der Aliens erwischt, wie er unser Filtersystem studiert hat. Ich habe Carina und ihre Schwestern angewiesen, die Anlage zu bewachen. Wenn diese Exilanten lernen, eigene Wasserfilter herzustellen, brauchen sie uns nicht mehr. Okay, ich glaube, die haben aber was anderes dann gemacht, ne? Letztes Log, Sam. Einige Aliens haben sich nicht weit von hier niedergelassen. Sie nennen es den Charybdis Point. Eine Gruppe von ihnen kam heute zu uns und hat verlangt, dass wir unsere Wasserfilter übergeben. Carina und die anderen konnten sie vertreiben, aber ich habe Angst vor der Verzweiflung in ihren Augen.
Möglicherweise haben diese Exilanten die Wasserfilter manipuliert. Leute haben schon viel weniger getötet. Ja, ich fürchte auch. Das reicht. Scheiße. Ach Gott. Okay, Speisekarte. Essen und Wasser im Austausch für Credits, Bankgut oder was auch immer sie haben. Waren am Anfang der Liste sind teurer als diejenigen im Ende. Adi-Fleisch. Okay, ja, Adi-Fleisch nicht mehr ganz frisch. Ist natürlich billig, ne? Gute Auswahl. Ja, nee. Sarah ist klar. Ich möchte hier nicht hochhüpfen. Ja, ich denke mal, ich muss hier dann wahrscheinlich gucken, dass ich diesen anderen Außenposten finde. Diesen Außenposten der Exilanten. Ja, ist natürlich echt scheiße, dass die hier das wahrscheinlich manipuliert haben, um sich an den Angara zu rächen, beziehungsweise man sollte ja meinen, dass sie dann die Filteranlage abbauen und an ihrem Punkt aufbauen, aber das haben sie offenbar auch nicht gemacht. Ich habe die Quelle des Notrufs lokalisiert. Ich markiere den NAV-Punkt auf ihrer Karte. Ich traue denen ja nicht, ne? Aber gehen wir mal hin. Wenn wir gerade schon hier sind, ich möchte mal kurz die Karte aufrufen. Wo sind wir denn? Ah ja, hier. Okay, wir sind noch eine Weile weg. Das ist aber auch alles in einer Ecke, von daher passt das. So. Ja, ich finde es halt immer schwierig. Hey Ryder, Boxenstopp? Ich würde mir gerne kurz die Beine vertreten. Was? Gute Idee. Anhalten, rausspringen, einmal im Kreis laufen und wieder einsteigen. Nein? Auch gut. Was? Cora, seriously? Du wolltest eine Pinkelpause haben? So hörte sich das zumindest jetzt an, finde ich. Warum ist das hier? Das weist für mich darauf hin, dass hier irgendwie ein Kampf kommt. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Tatsächlich. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Sam, du bist so klug. Ich wusste das nicht. Was würde ich ohne dich tun? Aber hier sind keine Mineralien. Überhaupt keine. Obwohl es eigentlich eine reiche Zone ist. Das heißt, die sind wahrscheinlich irgendwo ganz am Rand oder so. Mal gucken. Ah, hier. Jetzt geht er schon wieder runter. Nein? Nein? Wo war das? Geh weiter! Weiter? Wo war es am höchsten? Da. Ah ja, Titan hat es auch noch erwischt. Das ist gut. Titan brauche ich immer. Na? Schaffen wir das? Boah, nee, falsche Taste. Ja, geschafft. Sehr gut. Oh Mann. Ich meine, hier haben wir nicht so viele Cat, was ich auch nicht schlecht finde, muss ich sagen, weil die ganzen Cat-Angreifer oder Angriffe mich auch... Abela zufolge könnten an Orten wie diesem angaranische Artefakte zu finden sein. Wir sollten ihn durchsuchen. Okay. Wie viele KIs wie Sam gibt es dort, wo sie herkommen? Nicht viele. Die meisten Leute haben Angst vor KIs. Man könnte auch sagen, KI ist verboten. Wie bitte? Ja, ist so. Nicht wie bitte. Deswegen finde ich Sam immer besonders interessant. Das vielleicht nicht. Aber falls eine KI doch abtrünnig wird, stellt sie eine äußerst reale Bedrohung dar. Hä? Ich glaube, da habe ich irgendwas verpasst. Ah, hier ist was. Scanner sagt jetzt nicht, bitte scan mal. Ne? Normalerweise sagt er das ja. Ich scanne jetzt mal. Von mir aus, einfach so. Ja, aber hier ist nichts. Hier ist, glaube ich, wirklich nichts. Er hat doch gerade gesagt, ich soll hier das durchsuchen.
Dann meint er, was meint er dahinter? Ist dahinter noch was? Oh Gott. Ich laufe mal ein Stückchen in die Richtung. Ach, hier hoch geht's auch noch. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ah, hier ist auch noch ein Behälter. Aha. Jo. Na komm. Ah, ja, erstmal den Behälter. Dann das Artefakt. Sehr cool. Ein Rivan? So eins habe ich noch nie gesehen. Wir sollten es Avella zeigen. Sehr geil. Oh, ist das coole Landschaft. So total zerklüftet und sehr dramatisch. Das finde ich sehr cool. Kein Fallschaden, bitte. Gehen, nicht in die Luft springen. WASD-Tasten bedienen, nicht vergessen. Ja, vor lauter Landschaft gucken, habe ich die WASD-Tasten vergessen. So, ich denke mal hier kommen wir hier lang. Oh, mit dem Nomad, ja. Ihnen und Ryder scheint es ausgesprochen leicht zu fallen, offen zu agieren. Was? Das müssen wir. Wir sind hier, um diese Galaxie zu erkunden. Oh, ich verstehe. Es ist einfach nur ungewohnt, nachdem wir im Kampf gegen die Cat all die Jahre versucht haben, möglichst unauffällig vorzugehen. Aber eines Tages werden wir sie vernichten. Und dieser Tag ist nicht mehr weit entfernt. Das war jetzt sehr cool. Ich musste überhaupt nichts machen. Ich bin einfach nur runtergerollt. Ach, ist das nicht geil? Ich meine, es sieht doch richtig, richtig, richtig cool aus. Ich verstehe die ganzen Leute nicht, die über dieses Spiel meckern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wenn man mit einer erhöhten oder überhöhten Erwartungshaltung an irgendetwas rangeht, dann wird man natürlich enttäuscht. Ich habe einfach alles auf mich zukommen lassen und ich bin bis jetzt überhaupt nicht enttäuscht. Ich finde auch die Story... Ich meine, ich habe das schon mal, glaube ich, gesagt. Ich finde auch die Mass Effect Trilogie Story ist jetzt nicht das totale Gelbe vom Ei. Und das ne? Also da gibt es auch deutlich bessere Science-Fiction-Stories. Es ist für ein Spiel sehr solide, aber es ist eben halt auch nicht überragend. Ich fand sie toll. Ich habe das unheimlich gerne gespielt und habe da auch sehr mitgefiebert. Aber es gibt auch, wie gesagt, deutlich bessere Storys. Und ich finde die hier jetzt gerade eigentlich ziemlich gut. Und deswegen, wie gesagt, ich verstehe dieses ganze Genörgele über Mass Effect Andromeda nicht. Ich ärgere mich jetzt tatsächlich, dass durch dieses ganze schlechte Feedback im Endeffekt EA einfach mal die Reißleine gezogen hat. Weil ohne dieses ganze Rumgemecker kann ich mir vorstellen, ich meine, das Spiel hat sich so schlecht, denke ich, nicht verkauft. Ohne das ganze Rumgemecker würden wir wahrscheinlich auch den DLC kriegen, ne? Also ich würde gerne die letzte Arche auch noch kriegen. What? Was? Schau mal, jemand hat unser SAS empfangen. Was? Ohne Scheiß, es hat funktioniert. Geistig beeinträchtigt. Dieser Mensch scheint unter dem Einfluss einer unbekannten chemischen Substanz zu stehen, die Auswirkungen auf motorische Funktionen und komplexe Denkprozesse hat, ja. Initiative-Tech-Kern. Und da ist noch was. Ultraviolettes Licht. What the fuck? Wir haben ihr SOS erhalten. Um was für einen Notfall handelt es sich? Also es geht nicht um Leben oder Tod oder so. Es ist nur, unsere Pflanze da drüben stirbt. Erklären Sie das sofort. Das ist eine gute Wahl. Was zum Teufel kann an einer Pflanze so wichtig sein? Wir verdienen damit hier draußen unser Geld. Unsere Pflanze, also sie hat Heilkräfte. Heilkräfte. Das klingt gut. Und wir verkaufen sie an, naja, Kunden, die medizinische Hilfe brauchen. Aber unser UV-Lampendings ist kaputt gegangen und jetzt wird die Pflanze sterben. Sie machen einen schlauen Eindruck. Vielleicht finden Sie eins. Ich glaube das nicht. Ey, ein paar Junkies. Denen ihre, sag ich mal, ihre Cannabis-Plantage gerade den Bach runtergeht oder sowas, ja? Ah, ich sag mal hier von wegen medizinisch. Natürlich geht es hier ausschließlich um Medizin.
Total, so ein Anti-Beauty-Dings. Vielleicht hat es noch andere Vorteile, aber in den Badlands darf man nicht wählerisch sein. Ich habe eine Lampe für Ihre Pflanze. Echt? Wow, mitten im Niemandsland. Hammer, die wird gehen. Und hey, nehmen Sie ruhig eine Probe mit. Sie wissen schon, falls Sie mal eine Infektion loswerden müssen, oder... Sei ruhig, Mann. Ja, ich werde jetzt mal die Pflanze scannen, denke ich. Diese Pflanze verfügt über einzigartige pharmakologische Eigenschaften. Sie liefert ein starkes Antibiotikum. Bei höherer Dosis kann es allerdings psychoaktive Effekte auslösen. Dann haben Sie also nicht komplett gelogen. Das könnte dem Kranken in der Nexus-Zuflucht helfen. Gut, ja, ist also schon mal nicht schlecht. Aber gut, es ist, ja... An alle, die gerne Wasser trinken. Angeblich hat jemand eine saubere unterirdische Quelle gefunden, oben in den Hügeln, schwer zu finden. Aber Merdak sagt, der böse Typ hat gesagt, der andere Typ mit den Narben hätte jemand von diesen Typen gesehen, wie er Wasser gegen Vorräte tauscht. Ich habe den Faden verloren, welcher Typ wem was wie gesagt hat, aber okay. Ja, sehr schön. Fand ich ja jetzt witzig. Okay, der Typ, der in der Höhle wohnt, 4 Blätter. Die fiese Asari-Tussi mit der Narbe, 3 Blätter. Bubba Quad Krogana, 8 Blätter. Ja, Krogana. Sloans Bodyguard, 2 Blätter. Krasser Fressflash. Turiana mit den fiesen Verbrennungen beim Feuersee. Durchgeknallter Salarianer, der zu schnell redet, 4 Blätter. 6 Blätter? Keine Ahnung, ich verstehe den Typen nicht. Ja, wie geil ist das denn wieder? Liebes Tagebuch, es passiert. Die Pflanze fängt an zu wirken. Mach dich auf was gefasst. Was ist, wenn mein Arm Hunger kriegt? Wenn er einfach einen Snack braucht und mein Fuß isst? Tauschen die dann Platz? Und dann ist da noch das Problem mit Lila. Was will das eigentlich? Kann es sich nicht entscheiden, ob es blau ist? Man überlegst dir halt endlich mal. Und noch was. Raum, Zeit ist gar nicht, was wir denken. Wir sind alle individuelle Stücke Energie aus einem viel größeren Pool gezogen und in einem künstlichen Zeitstrom zu Form geworden. Zeit existiert im klassischen Newtonschen Sinn gar nicht. Alles passiert gleichzeitig, aber unser Verstand käme damit nicht klar, also verarbeiten wir eins nach dem anderen. Aber ich sehe es jetzt alles. Es passiert alles. Das Alpha und das Omega sind vereint. Und scheiße, ich glaube, mein Zeh hat gerade meine Hand gegessen. Okay, liebes Tagebuch. Super. Aber gut, es hat tatsächlich antibiotische Wirkung, was ja dann wieder cool ist. Aber eben halt auch, ja, ne? Ach, ich liebe diesen Effekt, mit dem man so mal eben durch die Gegend blippen kann. Ihr wisst schon, den hier. Oh, das war zu weit. Okay, ich habe doch gar nichts von dem Kraut genommen. So, wir haben... Ach so, wir haben offenbar auch... ja. Dann mache ich das nochmal eben auf dem Rückweg. Ja. Also ich fand das jetzt witzig. Es war unerwartet. Ist ja sowieso. Also manche Sachen hier sind halt nicht so, wie man sie erwartet hat. Das finde ich eigentlich aber ganz cool. Was mir wirklich gut gefällt eigentlich, ist das Planetendesign. Also so viel kann ich jetzt nach über 70, ich glaube 76, 77, 78 Folgen oder sowas sind es jetzt. Wow. Oh, fu. Wie komme ich jetzt... Seriously? Ist das jetzt ernsthaft? Was ist da unten? Okay. Ja, Moment, du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Einfach nicht, genau. Einfach nicht die Bodenhaftung verlieren. Ja, der Nomad ist wirklich gut. Was wollte ich sagen? Ja, also mir gefällt hier die das ganze Planetendesign sehr gut. Bis jetzt war kein Planet wie der andere. Nein, Yelayon sind ältere Geschwister. Jüngere Geschwister sind Oleon. Und wie nennen Sie Kinder, die keine Familie haben? Sholeon. Adoptierte Geschwister. Sholeon. Okay, ja. Mir gefallen die Angara als Volk sehr gut.
ich finde das Prinzip sehr cool, dass sie so in diesen Familienverbänden denkt. Und also das finde ich halt eine schöne Idee. Okay, ich mache jetzt hier einen Cut. So, jetzt musste ich noch mal kurz husten. Ich wollte eigentlich sagen, jetzt mache ich hier einen Cut und ja, mache dann in der nächsten Folge weiter mit der Erkundung hier und gucke dann, dass ich den Erinnerungsauslöser freischalte. Und guck dann mal, dass ich vielleicht nach Kadara Port zurückgehe, weil da sind ja jetzt noch einige Sachen, die ich erledigen muss. Und dann vielleicht auch mal aufs Schiff zurück und dann auch zur Nexus zurückgehe, weil da sind ja auch wieder Dinge passiert. Und ne, also immer nur auf einem Planeten rumeiern ist ja auch ein bisschen blöd. Wir waren jetzt relativ viel auf Kadara auch wieder und ja, mal gucken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ich sag einfach mal, macht's gut. Tschüss, ciao und bis dann.